What the fuck? Zehntausend? Jawohl. Scheiße. Bei der Stelle. Und herzlich willkommen zum Let's Play Total War Warhammer 2. Bei den nächsten Menschen. Ja, Talisman der Bewahrung. Es gibt so 20% Ritter. So, nett. What the fuck? Ja, ich könnte jetzt noch eine Runde warten und umstellen. Was hast du denn da drin? Also, hallo, Talisman von jetzt. Okay, 76% ist zwar immer nur kurz, aber naja, was soll's. Okay, 10.000. Alter Schwede. Das ist heftig und mit dem Gebäude schon direkt wieder weg. Klasse. Achso, perfekte Krieger kam noch. So, was wollte ich jetzt noch machen? Ich wollte irgendeine Heldenaktion noch ausführen. Damit ich auch ja bitte mal irgendwann erfolgreich irgendwo ein Loch in irgendeine Mauer reißen kann. Weißt du was, wir gehen einfach mit der Armee direkt nochmal zur Insel. Ich schatzsuche jetzt mal ein bisschen Geld zusammen. Das lohnt sich. Also ganz ehrlich, 10.000. Respekt. Das ist... The fuck. Der heißt natürlich auch Noctilus, ja? Nicht Nautilus oder so, sondern Noctilus. Es gibt tatsächlich die Vampirpiraten von der Vampirküste, gegen die. Ich glaube, das sind sogar die, gegen die ich gerade so ein bisschen vorgehe, kann das sein? Hier ist auf jeden Fall irgendwo die Vampirküste. Ich weiß gar nicht mal, wo die. Ah ja, hier Vampirküste. Interessant, dass der Schatz dann da ist. Hm. Aber geil, ganz ehrlich. Also. Ich bin gerade so ein bisschen. Hui. Heldenaktivität gegen Siedlung. Ah, da ist es ja Erfolg und... Ah, scheiße, ich habe immer noch den Fehlschlag. Ich hatte jetzt ja ein paar Probleme am Hals. Ah, stimmt, das habe ich... Nee, weil ihr habt es ja gemerkt, letzte Folge ist mal schnell kurz alles weggebrochen. Weil es da ein kleines Problem mit dem Mikrofon gab und direkt damit verbunden dann auch mit dem Lautsprecher und damit verbunden dann mit dem Programm und so weiter, also für einen Prozess einen Lautsprecher, damit dann auch mit OBS, damit dann auch mit Total Warhammer. Das heißt, die beiden Programme sind eingehangen, plus noch der tatsächliche Audio-Prozess ist dann auch irgendwie abgeschmiert. Ja, hat dann jetzt ein bisschen gedauert, hab dann abwürgen müssen den Computer, hab dann wieder hochgefahren, jetzt geht's. Das war jetzt eine gute Methode bei Windows. Das ist auch ganz gut so. Ach kacke, dafür bist du jetzt da. Ist ja auch irgendwie unangenehm. Wo komme ich dann hier raus? Gut. Ja, aber so 10.000. Ja, was ich jetzt noch vorhatte, war jetzt noch die eine Schlacht mit dem einen Kommandanten. Gegen die Orksiedlung. Das wäre echt lustig. Und hätte ich da einen Kanosaurier, wäre das sogar safe. Ich habe bloß keinen Kanosaurier für den, von daher ist es nicht so safe. Ach, je. Achso, ja genau. Das ist jetzt noch da. So. Bitte. Egal. Gut, dann schaue ich doch direkt mal hier hin. Bitte macht es wieder da ist. Bitte, 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 bitte. Ich will die 10.000. Ich will die 10.000. Schädelinsel, Schädelinsel, Schädelinsel. Ja! Entschuldigung. Jawohl, einfach. Jawollo, 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 jawollo. Das behalten wir so. Gut, das finde ich gut. So, nochmal speichern zur Sicherheit. Und dann. Genau, dann schaue ich jetzt nochmal hin. So, wir schauen generell. 74%. Effekt des Ziels plus 0. Ja, ganz ehrlich, wieso funktioniert das denn? Fehlschlag. Die ganze Scheißzeit, ich versteh's nicht. Es ist geskriptet, also das finde ich ja asozial. Ja, ich meine, glorreich. Und jetzt? Jetzt müssen wir warten, bis sie. Ah, toll. Das ist echt doof.
Das ist echt nicht optimal. Das ist scheiße. Das Problem ist, wenn ich jetzt nächste Runde jetzt auch noch habe. Ja, also was mache ich? Dann muss ich halt ewig lang belagern. Das ist ja richtig scheiße. Toll. Also ganz ehrlich. Finde ich nicht. Wenn es jetzt auch noch schön. Ah, nee, jetzt. Das hat doch vorher doch funktioniert. Warum? Oh. Boah, nee. Ach komm, fick dich. Du Scheiß-Kackspiel. Jetzt hat sich's aber auch langsam mit den Verarschungen. Ich meine, wirklich. Oh. Wirklich eins nach dem anderen. Nee, ach komm. Ganz ehrlich. Nie. Ja, also ganz ehrlich, nie. Oder es muss eine Aktion fehlschlagen. Das kann auch sein. Wir versuchen es mal so mit. Fehlschlag. Wollen beschädigen. Hä? Also, ja. Okay. Ja, das ist doch. Ja. Naja. Naja, naja. Ich finde es gemein. Also es, ich habe langsam echt schon das Gefühl, dass es geskriptet ist. Also in der Runde ist schon mal die erste Aktion immer ein Fehlschlag. Ich meine, es kommt ganz ähnlich. Es kommt null drauf an, wie hoch die Erfolgswahrscheinlichkeit ist, habe ich so langsam das Gefühl. Weil es echt scheißegal ist. Das gibt's ja nicht. Also, es ist ja. Naja. Das ist. Naja. Eine Sauerei, ganz ehrlich. Eine bessere Erklärung zur Hand? Ich habe keine. Na, das klappt. Also irgendwie ist es halt schon so ein bisschen, naja, es ist so ein bisschen, naja, es ist einfach nur, naja. Ich verstehe halt immer noch nicht, warum die Ex-Menschen nicht noch eine moderate Schuppenhaut kriegen. Ich meine, die verdammten Chaos-Hunde kriegen 15% Geschossresistenz und die verdammten Skaven 20% physische Resistenz. Warum kriegen die verdammten Saurusse und die Echsenmenschen mit ihren verdammten. Warum kriegt der Karnosaurier ja das nicht? Es verstehe ich auch nicht. Weißt du, ein fucking Chaoshund. Selbst wenn der Schuppen hat, dann sind die vielleicht von der Dicke von. Pff, höchstens einem halben Zentimeter. Aber allerhöchstens. Und bei Saurussen bis Karnosaurier reden wir von. Über einen halben Zentimeter bis über einem an Dicke. Ja, natürlich sind die Chaoshunde dann geschossresistent. Naja, Logik. Gibt's in Total War nicht. Die ist aus. Und jetzt wird dann irgendwann DLC. Das Logik-DLC werden. Okay, und wie wollen wir jetzt wetten, dass es immer noch nicht klappt? Ja. Sieh mal da an. Sucht Angst. Oh, geil. Angewandte Esoterik. Jetzt habt ihr mich wieder versöhnt. Wie geil ist das denn? Warte mal, sie hat noch irgendwas. Diese Degradation. Oder Degradierung. Ich weiß gar nicht mal, was sie jetzt genau geschrieben hat. Degradation wäre sogar noch in Ordnung bei den herbeirufenden Einheiten. Naja, es passt schon, aber Degenerino passt halt besser. Und bei der Degradation habe ich an Degradierung gedacht, wahrscheinlich direkt, weil es Militär ist. Und dann mich echt oft drüber ausgelassen. Es dürfte schon passen teilweise, also muss man schon mal sagen. Aber trotzdem ist es halt so. Yay! Na, Schoki doch. Wieso nicht gleich so? Also es ist doch wohl dann. Okay, hab mich jetzt langsam wieder beruhigt. Es ist doch alles. Ist doch alles in Ordnung. Ist doch mal gut. Ist doch schön.
Naja, sonst hätte ich mich auch schon irgendwann echt aufgeregt. So, was hast du jetzt? Wie viele Mauerdurchbrüche hast du? 4. So. So, du bist es wahrscheinlich. Na? Was? Na? Was ist denn jetzt schiefgelaufen? Okay. Speichern. Nochmal speichern. Lieber nochmal ein drittes Mal speichern. Was zur Hölle? Ist immer seltsam. Okay. Da dürfen sie sich jetzt nicht so einfach davon erholen. Ja, also das ist doch... Okay. Was? Warte, okay, dann ist es... Ja, da habe ich aber Pech. Teilweise. Ist ja auch irgendwie nichts Neues. Aber trotzdem, das ist dann irgendwie... Also jetzt hatte ich ja gerade saumäßig Glück. Das ist aber auch irgendwie so... Naja, egal. Öfter mal so, dass ich, dann habe ich saumäßig Glück und dann habe ich die ganze Zeit Pech. Das ist ja nervig. So, nicht zu diesen Fähigkeitenpunkt überwählen. Noch Renki 2. Stimmt. Was können wir die denn noch reinhauen? Mauern beschädigen. Das kann ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr machen, oder? Weil ich jetzt belage, natürlich nicht. Das ist auch unlogisch. Die können fucking Ausfall mit Hinterhalt machen. Und ich kann nicht nochmal infiltrieren und die Mauern zerstören. Naja. Wenigstens haben die verdammten Elfen das jetzt nicht. Das ist schon mal was. Hauptsache, die Elfen haben das nicht. Obwohl, ich mag die eigentlich, die Fraktion. Die sind zwar mir etwas suspekt, weil die keine, aber wirklich auch nichts an Verträgen eingehen, die irgendwie was mit Dichtangriffspakt, militärischem Bündnis oder irgendwas zu tun haben. Aber nichtsdestotrotz. Weißt du was, du kriegst noch einen Markerangriff. Du hast eine. Ah, verdammt. Das habe ich jetzt vergessen, dass die eine Terror-Route. Wer noch nicht so ist. Nee, Genick. Achso, du, stimmt. Du hast jetzt mal angewandte Esoterik. So heißt jetzt die Folge. Wie episch ist das denn? Oh, Schutz der Alten. Ah, ne, ist das. Schade. Ah, der ist kein ehrwürdiger Ältester. Ey. Nach rechts. Dankeschön. Noch schneller ist es, glaube ich, sinnfrei. Angriffsbonus. Nee, blutige Klinge. Geht so. Schlüpfrig. Okay. 27 Nahkampfabwehr ist echt schon wichtig. Muss man schon mal sagen. Wie viel muss ich da ausgeben? 4 wahrscheinlich. Ja, genau. Endloser Köcher. Braucht man das? Der hat schon genug Munition. Also ganz ehrlich, nehme ich die blutige Klinge rein. So, flinke Füße sind noch schneller. War nicht unbedingt schlecht. Ja, das lassen wir doch erstmal. Nahkampf oder mehr Trefferpunkte? Na, dann nehmen wir mal das rein. Okay. Gut. So, erstmal skurril. Alter, ich habe jetzt echt schön viel Geld. Das gefällt mir. Und wunderbare Runde. Super tolles Spiel. Kann ich nur empfehlen. Ja, jetzt macht Spaß. Jetzt macht es wieder Spaß. Ist schon wirklich so. Ja, ist ja auch klar. Also wenn alles nacheinander schief geht, die KI rumcheatet und alles, dann ist doch. Wenn es halt lang genug geht, dann ist einfach nur fiktisch drauf. Und jetzt wird wieder sowas passiert. Und bist du eigentlich wieder mit der Welt versöhnt. Klappt. Ganz geschickter Schachzug vom Spiel. Was fange ich jetzt mit dem Geld an? Das ist eine gute Frage. Ich kann den geomantischen Pylon hier noch verstärken. Aber ich wäre tatsächlich eher mal dafür, in irgendeiner Provinz mit hoher Korruption und... Jawohl, nee, da geht's jetzt sogar tatsächlich. Also da muss ich jetzt weiter nichts investieren. Da müsste ich was investieren noch. Ah, da habe ich keinen Bauplatz frei. Doof. Okay, was können wir den Eisenstachel dann noch bauen? Hm? Ja, wir könnten trotzdem noch sowas bauen, ist klar, aber... Nee, lass mal. Ich könnte noch einen Markierungsstein hinbauen. Oder wir können gleich mal die öffentliche Ordnung erhöhen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Also irgendwann...
Ist es so eine Sache, die Armee wäre auf jeden Fall nützlich, um sie herunterzuziehen und damit dann die Kernprovinz zu sichern. Ich hätte noch den einen Ritus, um noch eine Armee von Zeug herzurufen. Aber der kostet halt enorm viel. Plus wir die halt dafür sorgen, dass der Unterhalt in die Höhe schießt, wie sonst noch was. Das wäre schlecht. Wir halten die Möglichkeit, um wirklich die ganzen Armeen hier wegzuhauen, aber die würde ich mir lieber aufsparen. Also ich muss irgendwann mal runter und da verteidigen und vor allem noch rekrutieren, damit die auch wirklich in der Lage ist, die Fullstacks an Chaos-Viechern wegzuhauen. Oder ich nehme halt dafür eine andere. Also da unten kommt ja auch eine her. Dann kann ich die beiden hier in der Gegend rumlatschen lassen, aber trotzdem muss dann oben erstmal die Provinz gesichert sein. So schön es auch wäre, tatsächlich unten jetzt noch den Tempel ausbauen zu können und alles, oder beide Tempel sogar. Das wäre echt cool, muss man schon mal sagen. Was bringt mir das alles für Vorteile? Bestimmung des großen Plans. Okay, das wäre echt wichtig. Wenn wir gehen hier langsam so die nützlichen. Tafelordnung ist auch nicht schlecht unbedingt. Hier. Der nächste wurde Blutspinne. Das. Warum das denn? Hallo. Deutung der alten Bestimmung des großen Plans. Ich glaube, ich glaube, man braucht wirklich alles, kann es sein? Schrein der Alten. Den Schrein der Alten habe ich ja eh schon. Ich habe. Ne, Schrein der Alten ist der hier. Ich glaube, man braucht echt alle Gebäude. Ist ja beknackt. Germanischen Pylon brauche ich noch. Habe ich doch schon. Ja, germanischen Pylon habe ich. Ich habe keinen Blutspiegel. Ich habe kein Blutspiegel. Ich muss ein Blutspiegel bauen. Irgendwo muss hier irgendeine arme Seele sein Blut lassen. Sonst wird das gar nichts hier. Okay, hier muss ich auf jeden Fall. Ja, das können wir noch später machen. Zuerst mal das hier. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Wir müssen expandieren. So, du kannst schon mal ein bisschen weiter latschen. Gut. Ne, es ist halt verlockend. Oder halt den Blutschrein des Sotek. Plus 2 für alle Rekruten ist auch nicht schlecht. Und plus 4 Fraktionen sind auch nicht schlecht. Und Kristalle Wiederbelebung ist auch nicht schlecht. Es ist alles nicht schlecht. Wie viel kostest du? 5700. Diese Einheitenunterhalt ist echt penetrant. Ich muss es irgendwie koordinieren hier alles. Das ist kacke. Kannst du auf jeden Fall schon mal da hin. Wie schaut's denn hier an Streitkräften nochmal aus? Ist immerhin 9. Und vor allem. Ordentlich was an Kavallerie. Ich habe auch Speere da drin, ne? Ja. Sollte also kein sonderlich großes Problem werden. Ich habe 12 drin, damit könnte ich was reißen. Hast du Mauer? Das sehe ich nicht, das ist scheiße. Hast du irgendwas mit Mauern? Mauern, 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 Mauern? Nee, hast keine Mauern. Gut. Sicher? Okay. Dann hoffen wir mal, die wird. Es kann sein, dass die Mauern hat oder alles. Oder irgendwas. Das ist schlecht. Du musst wissen, das genau. Ich habe mich jetzt entschlossen, dass du jetzt auf jeden Fall mit dir zusammen dahin kommst. Da habe ich nämlich noch einen Zauberer. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn ich dann irgendwo hier verteidigen muss. Gut. Du gehst dann schon mal hier hin. Nee, du gehst jetzt mal hier hin. Kann ich irgendwas sehen? Ich glaube. Ich lasse mal drauf ankommen. Ich kann hier mal. So. Das ist jetzt ein bisschen
ätzend. Deswegen wollte ich sowas eigentlich am Offen machen, weil es dauert halt. Das muss man halt schon sagen, es dauert. So, ein Quetzer. Was kann ich in Quetzer? Oh, was ist das denn? Schlangenverstecke. Ja, damit. Ja, damit. Wie viel kostest du? 2000 Euro. Das ist läppisch. Ja, damit. Ja, damit. Sowas von her damit. Haben wir noch irgendwas Nettes in Chaka? Über Sotek habe ich schon mal gesprochen, oder? Ganz am Anfang. Naja, Sotek ist ja ein relativ neuer Gott oder Alter in dem Sinne. Und zwar nachdem die Skelven hier reinkamen, Seuchen verbreitet haben, bla bla bla. Irgendwann kamen halt ein paar Skinks und haben gesagt, die Schlangen, bla bla bla, wir opfern die ganzen verdammten Drecksviecher, die sowieso in unserer Gegend rumlaufen. Und dafür hilft uns unser Gott. Und der Gott, bla bla, ist total super, der ist gegen die Skaven, der ist auch Schlangen, ist die große Schlange und so weiter und so fort. Die Slan waren eher so, neuer Alter, bitte was? Die sah auch so, ja, mal schauen. Und jetzt kam der Witz, es wurde halt immer schlimmer mit den Skaven, die haben ein paar Tempelstädte eingenommen, bla bla bla, wie gesagt, hier unten, Seuchen verbreitet, bla bla bla. Irgendwann bei irgendeiner entscheidenden Schlacht, ich habe vergessen, welches war. Kann sogar sein, dass es hier war, es war auf jeden Fall bei einem Vulkan und irgendwo in der Nähe von der Küste. Also muss es wohl das hier gewesen sein. Oder es war das hier. Oder hier ist kein Vulkan. Da oben war es nicht, es war da unten. Okay, dann war es irgendwo, wie gesagt, hier. Und jedenfalls, da gab es halt eine entscheidende Schlacht. Irgendwann kam man aus dem einen Vulkan eine riesige, fette Schlange rausgebrochen. Mit unzähligen weiteren kleineren. Die haben sich alle auf die Skaven gestürzt. Die Skaven sind durchgedreht, sind weggelaufen, teilweise ins Wasser rein und ertrunken, wurden weiter verfolgt von den Schlangen. Und haben die Slangen gesagt, okay, den gibt's wohl wirklich. Und so wurden dann die Schreine errichtet und bla bla und bla. Kleiner Lore-Hintergrund. So, was wollte ich jetzt anstellen? Genau, ich habe hier noch eine den Todschick. Du übernimmst dann von irgendjemand anderen noch die Heere. So. Haben noch irgendeine Schatzsuche irgendwie offen. Da oben ist, glaube ich, was gewesen. Sonst ist da nichts. Da oben, da oben, da oben. Ja, hier ist noch was. Schiss, fuck, da gehe ich dann auch da irgendwann mal hin. Gut, ich glaube, ich wollte dich hinlassen, weil du Stufe 5 bist, ne? Ja. Und kein Slam bist. So, sollte an sich passen. Jetzt ich gehe jetzt erstmal da hin ein bisschen. Na, ich weiß nicht, kann ich da angreifen? Also so direkt? Ich glaube nicht. Warte mal, das kann ich schon mal mit dir prüfen. Du gehst dann dahin, ist ja auch kacke. Ne, geht nicht. Doof. Nope. Okay, dann machen wir das anders. Jetzt muss man die Leute von Total War ja auch wirklich mal verteidigen. Die hauen ja wirklich jedes Jahr irgendwas raus. Oder teilweise sogar mehrmals im Jahr. Und muss schon sagen, es ist ja nicht schlecht. Prinzipiell das Spiel ist halt bloß so ein paar Dinge, die einen echt auf die Palme bringen. Ist halt dann so ein Problem. Irgendwann mal. Wäre halt kein Problem, wenn sie sich halt nicht drauf versteifen täten, die KI derartig mit Boni hochzupushen. Das ist halt übelst nervig. So, was macht der Slan? Der muss auch am besten so schnell wie möglich da irgendwie hin. Die ist aber nicht so... Nein, 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 nein! Toll, Jane. Na, geh ich hier hin. So. Oh, cool. Nebenbei wurde da auch der Unterhalt verringert, in dem Fall. Gut, was können wir noch hin? Die Musik ist gerade weg.
und das Quarza. Ich mache eine Quarton, besonders. Ah, nur gespeichern. Was ist das denn? Chamäleon-Schrein. Cool. Bringt jetzt nicht so viel. Noch eine Garnison, naja. Aber es ist nett. Könnt ihr mal reinhauen. Das bauen. So, Quetzer. Genau, da brauche ich gerade das. Ach, Itzer. Kann ich nichts mehr bauen, oder? Hattest du nicht auch irgendein Wahrzeichen? Smaragdteiche. Cool. Alle Provinzen lockst du, ach du heilige Gülle. What the fuck? Her damit. Ich brauche mehr Skinksammlerlager. Warum habe ich hier kein Skinksammlerlager? Was soll das? Du bist schon mal direkt gebaut hier. Also ein Quetzer wird hier erstmal schon hier. Das da. Na genau, da habe ich ja den Scheiß. Das Monumental. Der Scheiß da. Ja, das brauche ich gerade noch, bis die Korruption hier mal akzeptabel runtergegangen ist. Wenn halt die Drecksäcke ja nicht auf einmal die verdammten Skaven-Rebellen da besiegt hätten. Aus Gründen. Weil es halt die KI ist, ne? Und mir das nicht weggeschnappt hätten. Naja. Hätte, hätte, Fahrradkette. Er wollte kein Hans bekommen, ja. Finde ich aber gemein. Morathi. Lutheran Zettel. Wohl auch nicht. Na ja, und? Du bist tot. Du bist besiegt, halt den Rand. I grow impatient at these constant interruptions. Ganz ehrlich, der braucht einen besseren Namen. Langsam. Mein Kommandant da oben. Morathi wurde auch schon irgendwie 2-3 Mal besiegt. Kein Dilaton. Das passt eigentlich. Eigentlich, weißt du was, wir lassen es einfach. Okay. Jetzt habe ich natürlich nicht mehr genug Geld für irgendwelche besonderes Zeug. Der Satz für grammatikale Sterbe unkorrekt. Das ist mir bewusst, das war aber auch so verschwurbelt gerade, was ich sagen wollte. Ach ja, hier schaut es immer noch kacke aus. Was mache ich denn da jetzt? Ich brauche auf jeden Fall einen gemanschen Pylon, den habe ich schon. Ich brauche einen Blutspiegel, wo baue ich den? In Blutsümpfen. Ja, okay, liegt nahe, aber nein. Was wollte ich jetzt noch anstellen? Ich wollte noch irgendwelches Zeug bauen. Wie sonst auch, Monster Mundi, Exi. Lexi ist da oben. Da links rein, die Klaxi ist genau da. Hibiskus, wo sind der? Was ist der? Der ist da, genau, da kommst du mal rein. Und Kundschaft ist mal aus. Sehr schön. Gut. Habe ich eigentlich den Glückstein zurück? Ich glaube nicht, kann es sein. Der mir geklaut wurde, weil ich eine Defensivschlacht verloren habe. Und zwar eine. Mit einem Charakter. Der zum ersten Mal überhaupt, glaube ich, gekämpft hat. Naja, nee, zum zweiten Mal. Beim ersten Mal gewonnen hat er in der Defensivschlacht sogar noch. Das war ja eine Defensivschlacht. Das ist hier ein scheiß Vampir gar nicht so rausgekommen. Dann verliere ich die darauffolgende, weil er ein bisschen im Hinterzug ist. Und mich dann halt. Ich kämpfe halt noch, hau ein paar Gruftgule nieder. Und dann flieht er halt. Irgendwann die Führerschaft niedrig ist, weißt du? Und der Schaden einkassiert halt. Und dann kommt in mehreren Defensivschlagen Niederlagen erlitten. Nee, 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 negative Eigenschaft. In Defensivschlachten hast du jetzt mal los. Na, 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 na. Das wäre so ein Punkt, der dich wirklich wieder auf die Palme bringt. Ja, ich meine, was soll denn der Scheiß? Weil sie hast ja vorher noch eine gewonnen. Mit dem. Fick dich. Bleides Spiel. Ja, ist, der was ist halt nervig. So, wo warst du? Ah, du warst da, genau. Du kommst dann schon mal, wie gesagt, runter und verstärkst den. Oder stellst Dinge mit der feindlichen Armee an. Mukwalon, wo warst du? Du warst da. Dich wollte ich schon mal präventiv zum Krater schicken.
damit ich da schon mal Dinge niederreißen kann. Gut. Wie lange sind die eigentlich verwundet? Achso, eine Runde noch. Okay, ich muss langsam aufs Klo. Das ist schon relativ spät. Das heißt, wir sehen uns dann morgens. Oder besser gesagt, nicht morgens wahrscheinlich. Können wir irgendwas bauen? Ich will gerade irgendwas bauen. Einen Joint zum Beispiel. Nein. Das kann ich, da kann ich noch einen geomanischen Pylon bauen. Ich brauche einen Blutspiegel irgendwann mal. Spiegelteich des Tepok, kein Platz. Selber auch Wins natürlich kein Platz. Siltrator, kein Platz. Eisenstachel wollte ich da nicht sowieso was bauen. Ja, schon, aber da wollte ich halt auch irgendwann mal Dester oder so bauen. Jawohl, langsam geht ja die Korruption 7. Halt immerhin. Wenn die Korruption da mal weg wäre, dann wäre das doch schon mal was. Na gut, aber ohne Charakter und militärisches Vorgehen, da haben wir dann wieder einen schönen Malus. Doof. Und zwar ganz schön Malus, minus 11. Also, was heißt denn minus 11? Wenn dann halt jetzt minus 17 dann insgesamt und die Korruption hätten wir immer noch minus 10. Dann hätten wir minus 8 mit den ohne die Ereignisse. Toll. Brauche ich auf jeden Fall dich hier irgendwo. Am besten hier. Das ist der Quintex, öffentliche Ordnung minus 60%. Ja, das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Was machen wir denn da? Gibt es öffentliche Ordnung? Nein. Ja, ich glaube, ich muss dich bauen auf jeden Fall da jetzt. Dann tun wir das doch gleich. Sorgen hier dafür, dass es weiter aufgebaut wird. Habe ich jetzt kein Geld mehr. Ist auch nicht so schlimm unbedingt. So, da baue ich die Hauptsiedlungskette mit auf. Was ist da schlau? Haupt- oder Nebensiedlungskette gleich nochmal. Du hast die Färbereien, was nicht schlecht ist. Da wäre schlau, damit ich da wieder noch was zu... Oder da? Ist eigentlich relativ egal. Also was dann baue ich das hier auf? Und dann kann ich da noch ein Skinksammellager bauen. Das ist im Endeffekt geschickter. Ne, ist immer noch wurscht. Es ist immer noch wurscht, weil ich kriege ja überall einen Bauplatz. Ne, hätte ich halt überall. Das wäre der Unterschied. Rebellion, echt. Oh ja, scheiße. Doof. Was machen wir jetzt da? Weil wir werden ja wahrscheinlich das Zeichen der Alten, wenn überhaupt angreifen. Wenn ich richtig Glück habe, sind die nah genug, dass ich die angreifen kann. Das Zeichen der Alten ist sogar besser beisammen als der Altar der großen Gardenate. Was zur Hölle? Ja, du bist halt auf Stufe 1. Hey. Hast du denn überhaupt Mauern? Das wäre ein bisschen schlecht, wenn es nicht so wäre. Habe ich hier noch ein besonderes Gebäude? Nein. Habe ich hier eins? Hafen halt. Oh, gar nicht so schade. Oh, stimmt. Och ja, da war ja was. Da muss ich dann auch mal bauen. Da wäre sich die Garnison nicht schlecht. In dem Gebiet. Ich habe nicht genug Geld. Ich habe ja noch ein paar Schlachten vor mir. Dann kriege ich wahrscheinlich genug Geld. Auf jeden Fall müssen die Rebellen mal hier weg. Das ist hier zum Kotzen. So. Will ich das automatisch machen oder? Manuell. Ach, keine Ahnung. Ich habe keinen Bock mehr zu spielen. Ich bin müde. Die Entscheidung treffe ich wann anders. Das heißt, wir sehen dann nächste Folge entweder die automatische Schlacht hiervon. Oder die manuelle Schlacht hiervon. Und auf jeden Fall die manuelle Schlacht mit einem Kommandanten gegen die Ork-Armee. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Ja gut, dann schlage ich das natürlich auch nochmal manuell. Einfach aus Spaß und Freude. Wir sollen ja keine Probleme damit haben. Ja, die hat schon ein bisschen weggewetzt. Weil ich mich noch zu habe hinreißen lassen, die kurz anzugreifen. Weil ich die Rattenauge eliminieren wollte. Dann haben wir bloß die Seuchenklauenkatapulte einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Mit 100 Verlusten. Innerhalb von 20 Sekunden.
So viel zum Thema, die sind total schlecht von Artillerie. Ich verstehe noch immer nicht, wie die funktionieren können, ehrlich gesagt. Ich habe mir jetzt den Mechanismus angeschaut. Ich hatte ja 20 Minuten Zeit. Ein bisschen weniger durch den schnellen Vorlauf, der ja funktioniert hat, weil die Aufnahme nicht da war. Trotzdem dürften diese Katapulte nicht funktionieren. Weil einfach kein Mechanismus da ist, um den verdammten Wurfarm zu bewegen. Da ist keiner. Naja. Ja, die Logik ist ja auch nicht so wirklich vorhanden. Naja, egal. Auf jeden Fall bin ich ja schon ein bisschen mit dem Spiel versöhnt. Vor allem dank der 10.000 Tacken. Ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich jetzt wieder irgendeine Schädelinsel sehe, direkt hin. Meine, ich will wieder die 10.000. Okay, dann kommt wahrscheinlich irgendwann... Tja, das war jetzt leider aber eine Totenkopf... Dings. Insel, nicht Siedlung. Insel. Mit einer untoten Siedlung drauf, mit 10.000 Zombies, die jetzt deine gesamte Armee vernichtet haben oder so. Wäre auch eine Möglichkeit. Wer mehr sehen, falls wieder sowas kommt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und Durchhalten, vor allem fürs Durchhalten. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal und dann zahlen wir es denen allen so richtig schön heim.